Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Beauty Haul. Ich war im DM und ich habe auch online geshoppt. Wenn dich das interessiert, was ich so eingekauft habe, dann bleibt doch einfach dran. Bevor wir jetzt mit Beauty starten, möchte ich euch gerne was zeigen, was ich im DM gefunden habe. Wir fangen also mit DM Haul an. Das habe ich speziell für meine Kinder geholt. Das sind zwei Sets. Und da ich drei Kinder habe, habe ich von jedem Set jeweils drei gekauft. Und zwar sind das diese Traumfänger als erstes. Drei Stück habe ich geholt. Und zwar, wenn du zu tun hast und deine Kinder Langeweile haben und bespaßt werden wollen, dann nimm einfach diese Packung, gib das deinem Kind und sag, mach einfach. Genau, weil dieses Set ist eigentlich selbsterklärend. Das ist eine kleine Beschäftigung. Und das ist ein Traumfänger-Bastelset von Profissimo. Das kostet, ich glaube, pro Stück kostet es irgendwas mit 3,95 €. Und ja, die sehen richtig hübsch aus. Die kann man sich dann hinterher über sein Bett hängen. Und das ist immer ganz toll, wenn man irgendwas etwas Wunderschönes selbst gebastelt hat, was man dann auch aufhängen kann. Und hier steht einfach alles drauf, was damit enthalten ist. Und da ist auch eine Anleitung mit drin. Und von daher finde ich das eine sehr, sehr gute Idee. ich habe hier bei uns oder bei mir hier im Büro einen Bastelschrank. Ja, die Kinder können sich da ihre Sachen herausholen, wenn sie Langeweile haben. Ja, da ist alles drin. Also die von kleinen Dekosachen, Tonpapier, Kartons, Schere, Kleber in allen möglichen Varianten. Und wenn meine Kinder Langeweile haben und Lust haben auf ein bisschen Kreativität, können sie sich dort bedienen. Und das zweite Set, was ich euch zeigen wollte, beziehungsweise was ich gekauft habe, auch drei Stück an der Zahl. Und zwar sind das Fensterbilder. Fensterbilder. Ich denke mal, das werden diese einfachen Fensterbilder sein. Und hier hinten ist auch die Anleitung. Und da sind vorgestanzte Elemente drin und da kann man viele verschiedene Fensterbilder machen. Ich finde, das ist eine wunderbare Idee, jetzt wenn die Temperaturen draußen etwas ungemütlicher werden, dass man zu Hause einfach ein bisschen vielleicht sich auf den Herbst vorbereiten kann. Ja, das sind ja auch herbstliche Fensterbilder und von daher habe ich es einfach mitgenommen. Ich muss mal eben gucken. Ansonsten, wenn ich hier keine Preise finde, dann werde ich die euch einfach einblenden. So, weiter geht's. Ich habe Zahnbürsten gekauft. Die haben wir dann immer als Ersatz für alle Fälle da. Dann habe ich hier noch einen Zungenreiniger für mich mitgenommen. Und ja, ich habe letztens unseren Medizinschrank einmal komplett aussortiert und es wird Zeit, dass ich den mal wieder aufstocke. Das habe ich mitgenommen und zwar ist das von M-San, das sind Kinderhalstabletten. Die mögen meine Kinder nicht so gerne, weil sie so einen leicht salzigen Geschmack haben, aber wenn sie Halsschmerzen haben oder irgendwie ein Kratzen im Hals, dann nehmen sie das wohl gerne. Ansonsten kann man als Alternative das hier anbieten. Zirkulin Kinder Propolis Hals- und Hustenpastillen. Die schmecken etwas besser. Die sind wohltuend für Hals und Hals und Atemwege. Das sind solche Pastillen. Da ist ein ganz normaler Schwamm mit. Meine Kinder benutzen den einen Schwamm grundsätzlich sehr gerne. Das ist einer ganz normaler von Ebelin. Dann einfach Wattepads für mich zum Abschminken, auch von Ebelin. Ich benutze immer die großen Wattepads, weil man da einfach großflächiger sein Make-up schneller
ein Abschminken kann. Habe ich ein neues Rasiergel entdeckt, beziehungsweise eine neue Duftrichtung. Und zwar von den Balea Rasiergelen, die ich immer benutze. Das ist die Duftrichtung Vanille und Beeren, genau. Ja. Ich kann leider nicht sagen, wie es genau riecht, ob es gut nach Beeren und Vanille riecht. Nee, mache ich jetzt nicht. es ist eine LE. Ah, ich würde so gerne dran riechen. Ich sprühe da bei einem rein. Ah ja, jetzt kommt was raus. Oh ja, es riecht wirklich wunderbar nach Beeren und Vanille. Das kann ich bestätigen. Es duftet sehr gut. Ja, und wie gesagt, das nutze ich immer. Balea Rasiergele. Ja, ansonsten habe ich noch mitgenommen das Balea Waschgel für das Gesicht, für normale Haut und Mischhaut. Das kaufe ich eigentlich, habe ich eigentlich immer zu Hause. Wenn es leer ist, kaufe ich es nach. Ja, es ist ein ganz einfaches Waschgel, womit du dich ganz normal abwaschen kannst, und es ist günstig, Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut und es riecht wunderbar, na, wunderbar frisch und sauber, und das habe ich eigentlich auch schon in meinem letzten Video gesagt, dass ich das schon als Teenager benutzt habe, und das erweckt auch so ein bisschen Kindheitserinnerungen in mir, wenn ich daran schnuppere. Ich finde es gut, ja, ich kaufe es mir immer wieder nach. Und das passend dazu, das Balea Gesichtswasser. Riecht auch sehr schön sauber. Und ja, ich mag die beiden Produkte sehr gerne. Ja, dann durften zwei Balea Gesichtstuchmasken mit. Und zwar einmal die straffende Hydrogel Gesichtsmaske. Und dann einmal die Hydrogel-Gesichtsmaske. Was ist der Unterschied? Die Farben. Nein, nochmal. Also, das ist die straffende Hydrogel-Gesichtsmaske. Und zwar mit Diamantpuder und Hyaluron. Und ja, das sind zwei kleineren Masken, das heißt, eine Maske ist für unten, eine ist für oben, und ich finde, das ist eine viel bessere Lösung, als wenn man jetzt eine ganze Maske nehmen würde in einem Stück, weil man diese hier natürlich viel besser an sein Gesicht anpassen kann. So, die zweite Variante, die lilane Variante, das ist auch die Hydrogel-Gesichtsmaske mit Amethystpuder und Hyaluron. So. Kommen wir jetzt zur dekorativen Kosmetik. Und zwar habe ich mir neu gekauft meinen Beauty-Schwamm. Und zwar benutze ich den hier am liebsten. Das ist der von Real Techniques. Ja, der ist super weich. Man kann damit super gut arbeiten, mit dieser abgeschrägten Seite, um großflächig das Make-up einzuarbeiten und halt mit der Spitze unter den Augen und halt in den Ecken. Im Vergleich zu dem Evelyn Eye, was ich vorher hatte, gar keinen Vergleich, weil das hier ist viel weicher. Wie gesagt, die Form ist super, und ich kaufe mir eigentlich die immer wieder nach. Dann brauchte ich etwas, um Rötungen zu kaschieren, beziehungsweise keine Rötungen, sondern hier die lila Augenringe. Also ich habe jetzt nicht so viel, aber trotzdem hier, wenn ich ungeschminkt bin, ist ein lila Schatten, und der macht mein Gesicht einfach, es erscheint, als hätte ich tagelang nicht geschlafen. Und dann wollte ich versuchen, ob man da nicht irgendetwas machen kann mit Color Correcting. Ja, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich habe mir einfach mal das hier gekauft. Und zwar ist das von Trend It Up. Das ist einmal in Fliederfarben, in Grün und in Aprikot. Und da kann man, je nachdem,
was man gerne kaschieren möchte, die jeweilige Farbe aussuchen, eintupfen und dann halt das Make-up einarbeiten, drüber einarbeiten. Apricot kaschiert Augenringe, grün neutralisiert kleine Schönheitsfehler und Flieder hält auf und genau, richtig. So, Essence hatte ja, und ich ärgere mich immer, dass ich immer zu spät komme, ja, ich sehe das immer, ich glaube als allerletzte, dass diese gelben Schilder angebracht sind bei der Essence-Theke, wenn es einen Ausverkauf gibt. Und die Theke ist eigentlich voll, aber überall da, wo diese kleinen gelben Schilder angebracht sind, ist die Reihe leer, wenn ich ankomme. Aber zwei Sachen konnte ich, beziehungsweise insgesamt fünf Sachen konnte ich mir noch ergattern, die im Sale waren. Und zwar einmal von Essence dieser Nagellack. Es ist eine wunderschöne Winterfarbe. Ich würde mal sagen, das ist eine dunkellila. Das kann man hier leider nicht so gut erkennen. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe und es war reduziert auf 95 Cent. Und dann das Essence Shine. Last and Go. Das ist ein goldenes Braun. Finde ich auch richtig schön, gerade jetzt zur Herbstzeit kann man das wunderbar mit den Klamotten kombinieren, je nachdem, was man anzieht. Also ich kombiniere Nagellacke mit dem, was ich anhabe. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so macht, aber es muss, damit es gut aussieht für mich selber, müsste die Nagellackfarbe mit dem Pullover oder so übereinstimmen. Auch im Sale, auch 95 Cent, drei Monolidschatten und zwar aus der Reihe Melted Chrome Eyeshadow von Essence. Es sind warme Töne, die ich da mitgenommen habe und zwar einmal warmes Bronze, dann einmal Zinkfarbe und einmal leicht Gold, ne? Gold würde ich sagen, das ist, ja, es schimmert auch, genau. Und ich finde, die Melted Chrome Eyeshadows sind, wenn ich das mal swatchen darf, wunderschön. Wunderschön. Von den Swatches her in DM. Ich stand da nur da unter der Beleuchtung, habe immer hin und her geschwenkt. Ich fand das so toll. Das hier ist das, der Bronzeton, warm Bronze. Es waren noch genug da, also wenn ihr daran Interesse habt, dann schaut ruhig nochmal da rein. Also von diesen hier waren eigentlich noch genug da. Vielleicht habt ihr ja auch Glück. Dann probieren wir jetzt einfach mal dieses Gold aus. Und schön. Und die sind butterweich. Also die sind wirklich wunderschön. Und ich finde, man kann damit gerade jetzt zur Herbstzeit ganz, ganz tolle Looks mitzaubern. Ich liebe das ja. Ne? Also so warme Töne, Herbsttöne. Finde ich ganz, ganz toll. Und jetzt kommen wir zu der Zinkfarbe. So. Schön. Also ich bin super begeistert. Ich weiß gar nicht, warum sie das aus dem Sale nahmen. Guck mal, das kann man so wunderschön, ein wunderschönes Augen-Make-up damit schminken. Hier mit diesen drei in Kombination. Da kann man bestimmt irgendwas Wunderschönes mit zaubern. Wenn man da noch einen matten Ton mit hinzufügt, bestimmt ganz, ganz, ganz toll. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Ich mag das gar nicht wegwischen. So, weg damit. Weil wir wollen ja noch andere Sachen swatchen. Und zwar von meinem Online-Haul. Mit DM sind wir jetzt fertig. Und jetzt kommt der Online-Haul, von dem ich
super begeistert bin. Und zwar habe ich direkt bei Catrice bestellt. Es war so, dass ich nach dieser Reihe gesucht habe. Diese Reihe war bei mir im Rossmann und auch überall anders ausverkauft. Also die Aufsteller, da standen nur noch die Tester drin und das war nichts mehr drin. Also ich weiß nicht, da war entweder war ich wieder zu spät oder die sind so schnell vergriffen worden. Auf jeden Fall habe ich dann noch online gesucht und zwar bei Cosmetic for Less hatten sie die noch gehabt, bei Pink Panda. Ja, aber eben nicht alles, was ich haben wollte. Und dann bin ich einfach direkt nach Catrice hingegangen, beziehungsweise im Internet auf deren Shopseite und habe die Sachen dann gefunden und dann auch bestellt. So, und dazu noch eine Geschichte mit meinem Hund, ja. Ich wollte eigentlich die Verpackung von diesen Pinseln hier aufbewahren, damit ich die euch zeigen kann. Aber mein Hund hat die tatsächlich gefressen. Die hat er aus dem, ich weiß nicht, hier oben irgendwo vom Schreibtisch sich genommen, brauchte irgendwas zum Knabbern. Die lagen da halt so rum und ja, hat damit dann seinen Unfug betrieben. Auf jeden Fall habe ich das hier bestellt. Und zwar von Essence der Kabuki Brush. Es geht nämlich um die Reihe wie heißt sie nochmal? Tansation, glaube ich. Genau, Tansation von Essence und Catrice. Ich weiß nicht, ob die das irgendwie zusammengetan haben, aber auf jeden Fall stand bei Catrice auf der Seite ein großer Header und da standen halt die Produkte von Essence abgebildet zusammen mit den Produkten von Catrice und oben drüber stand Tansation. Ob die jetzt zusammengehören, weiß ich nicht. Genau, wir starten jetzt einfach mal mit dem Kabuki Pinsel von Essence. Er sieht so aus und ich fand den wunderschön. Allein hier dieses, ist das Rose Gold? Ich weiß nicht. Ja, ich meine wohl. Der Griff hier und der Pinsel ist sehr weich. Ob der jetzt, ja, verliert schon ein paar Haare. Ob der jetzt qualitativ ist, ich glaube eher nicht, weil ich sehe schon, dass man hier so ein paar Härchen herausziehen kann. Ja, mal schauen. Ich habe noch keinen Kabuki-Pinsel hier zu Hause liegen gehabt und von daher wollte ich mir einfach mal einen besorgen und der war halt gerade da in der Reihe Tansation und deswegen habe ich den mir bestellt. Genau, und zu dieser angefressenen Verpackung gehört auch eine weitere Verpackung. ja, und zwar ist das auch von Tansation. Ich glaube, das war aber Catrice. Diese Pinselreihe, wenn ich nicht vergesse, werde ich euch die Verpackung hier irgendwo einblenden. Ja, das ist die Pinselreihe und ich finde auch das Design sehr schön. Also dieses, wie nennt man das? Hat eine bestimmte Bezeichnung, das ist gebürstet, glaube ich. Gebürstet. und zwar in der Farbe Rose Gold. Ja, ich finde das so schön. Wir haben hier einen Puderpinsel. Ich glaube, hier ist so ein, ich weiß nicht, Konturpinsel, Blushpinsel. Ich glaube eher Konturpinsel, weil er so ein bisschen schmaler ist. Dann haben wir hier noch so ein, kann man sagen, Make-up-Pinsel. Der ist nicht so fest gebunden, dass man da buffern kann. Ja, und dann haben wir hier noch die kleinen Pinsel. Da haben wir einmal einen Blenderbrush, einen, einen ganz normalen Lidschattenpinsel und hier einen schmaleren Pinsel. Diese beiden Schätzchen hier, auch beide bestellt. Und zwar ist das einmal ein Schimmer, also für Körper und Gesicht, ein Schimmer. Eine Schimmercreme
für Medium Skin und eine auch Schimmercreme für helle Haut, ja, für etwas dunklere Haut und für helle Haut. Das für Sommer, das für, ja, für jetzt, würde ich sagen. Ich finde es wunderschön, wenn die Haut so ein bisschen schimmert. Hier oben im Gesicht, weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken, aber hier an den Armen oder ganz besonders an den Beinen. Und ja, deswegen wollte ich die unbedingt haben. Aber nicht nur die hier. Ja, nämlich das hier. Und das ist von Catrice aus der Reihe. Das ist ein, ja, ein Schimmeröl. Und ja, und ich finde das auch wunderschön. Allein schon die Verpackung. Es ist eine Glasflasche und hier oben haben wir da so einen Pumpspender. Und das kann man dann auch wunderschön auf den Körper verteilen, hier auf den Schultern. Ja. Genau. Ich bin voll begeistert. Und dann nochmal zwei weitere Produkte aus der Reihe. Und zwar von Essence. Einmal Chasing the Tan and Share the Glow oder so. Genau. Das eine ist ein erfrischendes Glow Water Mist. Ein erfrischender Duft, den man sich dann auf den Körper sprühen kann. Aber der hat so kleine Schimmerpartikel und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Ganze auch diesen wunderbaren Schimmereffekt hervorruft. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. So, und das andere, das etwas dunklere, das hier ist ein Bronzing Wasser. Und es hat nämlich einen leichten Bräunungseffekt. Das heißt also, im Sommerurlaub zum Beispiel oder auch so kann man sich das dann auftragen, aufsprühen und hat dann einen besonderen, mal eben gucken, ob hier auch Partikel drin sind. Nein, hat dann einen, kein Schimmer, sondern eine etwas sonnengeküsste Tönung auf seiner Haut, genau. Das hier durfte auch mit, das konnte auch in mein Warenkörbchen reinhüpfen und zwar ist das die Palette aus der Reihe. Die gibt es jetzt übrigens reduziert, soweit ich weiß nicht, ob das überall reduziert wurde. Bei mir war es auf jeden Fall ausverkauft, aber in manchen Gegenden, liebe Stefanie, Grüße an dich, von dir habe ich die Info, sind die reduziert auf die Hälfte des Preises. Ne? Also wenn ihr das noch habt im Rossmann, ich glaube in Rossmann, genau, dann schaut mal, vielleicht habt ihr auch Glück und die Paletten sind reduziert. Das ist die Warm Tone Palette, also mit warmen Farben. Und es gab auch eine zweite Palette, ich drehe das mal eben um, eine zweite Palette mit etwas, da waren irgendwie mehr Grüntöne mit drin. Die hat mir am besten gefallen und ich finde die Farbkombination auch sehr interessant. Es sind herbstliche Töne dabei. Goldherbstliche Töne, ja, also speziell für den goldenen Herbst, Frühherbst. ja, und ich fand es so schön. Da sind ja, Glitzertöne dabei, da sind matte Töne dabei, Schimmerfarben. Und wollen wir mal ein bisschen swatchen. Ich nehme einfach mal eine Schimmerfarbe. Oh, das ist ja eine tolle Farbe. Das ist Holographic. Seht ihr das, wie das so schön jongliert? Wunderschön. Ja, also das ist auch eine wunderschöne Farbe. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist die Farbe Glowy. Diese hier. Genau, und dann nehmen wir noch einmal, mal gucken. Ja, was nehmen wir denn? Nehmen wir mal einen, ich weiß nicht, hier den hier. Das ist so ein Burgunderton oder ein Bordeauxton, Weinrot, irgendwie sowas. Und, ups, falsch, da wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin.
Ja, das ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich bin gespannt, wie sie sich auf dem Auge verhalten werden. Ja, also Swatches sagen jetzt nicht speziell aus, wie sie sich auf dem Auge verhalten werden. Da muss man auch so ein bisschen ausprobieren. Genug gequatscht über die Palette. Ich finde sie wunderschön und ich bin froh, dass ich die noch ergattern konnte. Und die nächste Palette, die ich auch noch ergattern konnte, aber wirklich auch nur die. Es gab auch hier eine zweite Palette, die war allerdings schon irgendwie auch bei Catrice ausverkauft. Ja, das hier ist die Turtle You Are My Circle Eyeshadow Palette. Die Verpackung finde ich auch wunderschön. Die wird hier aufgemacht. Und ja, dann kommen dann schon die Farben zum Vorschein. Ja, genau mein Herbstfarbschema. Es sind hauptsächlich Brauntöne dabei. Hell, dunkel, Bronze, ein goldener Ton ist dabei und ein Ausblendeton. Wunder, wunderbar. Ja, ich bin gespannt. Das war's mit meinem Beauty Haul. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn du Lust hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.